wieder voll heraus beschleunigt. Sie können es teilweise an den Beschleunigungsspuren sehen. Die Räder drehen hier manchmal sogar ein bisschen durch. Am Ende dieser Geraden wieder der fünfte Gang. Die Autos haben alle nur fünf Gänge. Eine Geschwindigkeit von etwa 250 Stundenkilometer. Und hinten sehen Sie das 100-Meter-Schild. Wenn die Kamera jetzt umschneidet, hier wieder eine erste Gangkurve, etwa 90 Stundenkilometer, aus der dann wieder voll heraus beschleunigt wird. Hier geht es jetzt wieder Richtung Start und Ziel. Und hier an diesem Knick erreichen die Fahrzeuge im vierten Gang etwa 200 Stundenkilometer. Der Pace Car ist ausgeschert und die wilde Jagd beginnt. Stefan Bellof ist vorne. Stefan Bellof, der Sieger von gestern. Oh, und da hat es fast eine Berührung zwischen Klaus Ludwig und Jochen Maas gegeben. Ludwig also Zweiter, Jochen Maas Dritter, Hans-Joachim Stuck Vierter. Alle auf dem Porsche. Interessant wird auch werden, wie weit der Lancia mit nach vorne kommen kann. Hier Bellof, Ludwig, das ist Maas, Stuck, Winkelhock, also alles große Namen, alles Leute mit Formel 1 Erfahrung. Und dahinter Alessandro Nannini mit dem Werks Lancia. Der Lancia ist der einzige Werkswagen, der hier mitfährt. Alles andere sind sogenannte Kundenfahrzeuge, die Porsche 956C. Außer Manfred Winkelhock fährt also alle Porsche-Fahrer den 956C. Und zwar entweder mit dem 2,6 Liter oder mit dem 3 Liter Turbo. Der 3 Liter hat ein etwas höheres Drehmoment, gibt etwa 70 PS mehr her. Sie wissen, der Motor stammt ja vom alten 911. Das ist also ein Sechszylinder, aber natürlich mit vier Ventilen. Im Rennen geben die Fahrzeuge ungefähr 650 PS ab bei einem Ladedruck von etwa 1,2, 1,3 Bar. Kurbelgehäuse und Lager aus der Serie. 850 Kilo sind alle Autos schwer, denn das ist ja die Vorschrift. Oder ein Schaden, offensichtlich der Turbolader, oder? Das ist einer der Ford-Sackspiel, das müsste Klaus Niedwitz sein. Ja, Klaus Niedwitz mit dem Ford-Sackspiel. Und er wird sicher... Nein, er stellt das Fahrzeug ab. Niedwitz in der Box. Links der Mann mit den weißen Haaren, das ist Erich Zakowski, der ja auch den Zackspiel Formel 1 einsetzt, allerdings nur bei den europäischen Rennen, jetzt in der ersten Saison unter Dr. Jonathan Vollmann. Mit der Startnummer 8. Das ist John Winter, ein Mann, der unter Pseudonym fährt. Er half ja mit Le Mans zu gewinnen. Er saß im Siegerauto, allerdings nicht sehr lang. Die Hauptarbeit hatte der Italiener Balilla und natürlich Klaus Ludwig, der jetzt in einem Crema-Auto sitzt, während der Siegerwagen von Le Mans ein Jöst-Auto war. Und Manfred Winkelhock. Hans-Joachim Stuck ist Vierter, Stefan Bellof Fünfter. Hier der Sieger, Klaus Ludwig, er fährt den Crema Porsche 956. Ja, da sehen Sie, wie sich die Crema Crew freut. Da ist Klaus Ludwig, er umarmt einen der Crema Brüder, soweit ich das erkennen kann. Der Privatstall wird ja von zwei Brüdern geleitet.